Hallöle, ja, ich bin wieder zurück in Lumme. Ja, ich freue mich eigentlich nur, weil ich endlich meine Mädels wiedersehe. Wir hatten uns eigentlich heute gesehen, aber wir sind einfach viel zu spät angekommen. Ich könnte mich aufregen, weil ich dachte so, ich bin bestimmt schon um 12 Uhr hier, damit ich noch ein paar Sachen erledigen kann. Falsch gedacht. Ich war erst um 21 Uhr hier. Hauptsache sind wir heute noch angekommen. Momentan ist ein Marsch. Ich weiß gar nicht, wie der. Ah, das war schon mal. Genau. Das war vor 2 Wochen schon mal. Da habe ich euch schon kurz davon erzählt, dass die ja demonstrieren. Genau. Ich musste das Wort erstmal im Kopf durchgehen, bevor ich das jetzt hier falsch ausspreche. Ja, genau. Dass die demonstrieren. Ja. Weil die auf jeden Fall einen neuen Präsidenten möchten und ja, in Togo ist es wie auch in vielen anderen Ländern so, dass auch wenn Wahlen gemacht werden, der Präsident nicht aufsteht vom Stuhl, sondern wirklich immer wieder sitzen bleibt, ne? Also in Deutschland oder so ist es ja so, oder in Amerika nach 6 Jahren oder ich glaube maximal 8 Jahren und danach wird auf jeden Fall neu, kommt ein neuer Präsident und in Afrika oder besser zu sagen Togo, kannst du das vergessen, das ist der Präsident schon übertrieben lange und vorher war sein Vater oder so Präsident, also es ist irgendwie immer nur in der Familie geblieben und deswegen die Leute möchten jetzt einfach mal einen ganz neuen, egal ob er jetzt Ewe oder Kutukuli oder was weiß ich, aus welchem Stamm der kommt. Hauptsache einfach jemand ganz Neues, mal auch nicht aus der Familie von denen. Und deswegen demonstrieren die und laufen dann im Marsch. Und hier ist das so voll unkontrolliert. Also es kann auch voll schlimm enden. Und dann bleiben auch die ganzen Leute eher zu Hause. Und deswegen, das war heute. Und das ist auch morgen. Momentan funktioniert auch kein Internet, weil beim letzten Marsch war das so, dass ganz viele Bilder rumgegangen sind, auf Facebook rumgegangen sind, auf WhatsApp und alles. Und ich glaube, das wollten die diesmal einfach verhindern. Und irgendwie geht gar keine Internetverbindung. Also ich kann kein WhatsApp machen seit gestern Abend. Und ja, irgendwie, es fehlt mir nicht mal. Aber ich finde das so scheiße, weil du weißt gar nicht, wie du mit den Leuten in Verbindung bleiben kannst. Zum Beispiel würde ich sehr gerne mit meiner Mutter reden oder auch mit meinen Mädels, aber es geht gar nicht. Also ja, wir können jetzt uns über SMS und Anrufen auf jeden Fall noch verständigen, aber ansonsten gar nichts. Also mit den Leuten gerade aus Deutschland und so ist das halt dann voll schwer. Naja. So, heute ist der nächste Tag. Und ich freue mich, ich gehe jetzt nämlich gerade zu Ami, damit wir gemeinsam frühstücken können. Ja, weil es ist ja immer noch Marsch, also es wird ja immer noch demonstriert heute, also ist die Stadt noch nicht so ganz rein. Und ja, voll cool, dass wir eigentlich voll in der Nähe wohnen. Und es sieht nicht aus, als wäre es warm, aber ey, es ist richtig warm. Ich schwitze sogar. Ja. Gott, ich habe meine Mädels so lange nicht mehr gesehen, dass ich mich richtig drauf freue. Obwohl es gerade mal 1,5 Wochen waren. Aber war lange. War lange. Schwere, ich bin auch dumm. Ich hätte zu dem Motorradfahrer sagen können, er soll mich bis zu die Haustür fahren. Ich bin auch blöd. Mich einfach vorne an der Straße absetzen lassen. Naja, so ist das. Also ich gehe jetzt Haare machen. Hier sind meine Mädels, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Sind wir da schon? Okay.
Ich wusste gar nicht, dass wir schon da sind. Jetzt sind wir wieder zu Hause und das sind meine neue Haare. Ja, ich zeige euch das auf jeden Fall später offen. Hier ist Ami. Hallo! Genau, wir warten auf jeden Fall auf die Farida, bis die mal kommt. Ja. Und ja, wir wissen, ja genau, wir haben Hunger auf jeden Fall, wollen was essen. Und ich muss auf jeden Fall noch nach Hause Sachen holen. Ich habe nicht alles mitgenommen, aber das Gute ist ja, dass Mami nicht so weit von mir wohnt. Ja, habe ich mir auch gedacht. Aber deswegen will ich, wenn Farida kommt, dass wir dann, dass ich dann direkt kurz hinfahre. Und das nimmt schon wieder zu. You think so? Oh, heute ist so schönes Wetter. Das ist unglaublich. Da hinten ist der Strand. Voll schön, ja. Auf jeden Fall, das sind meine Haare. Die wehen jetzt erstmal ein bisschen rum. Aber ich bin ganz zufrieden mit den Haaren. Ich habe mir auf jeden Fall was Schönes ausgesucht. So, wir warten jetzt hier, bis man uns abholt. Und dann gehen wir zum Supermarkt. Wir wollen morgen mal richtig deutsch frühstücken. Und dann gehen wir schon mal Sachen kaufen. Hier ist Farida. Hier ist Ami. Und ja, das Wetter ist grandios. Oh, meine Hände waren einfach da. Schön auf dem Balkon. Lachs ist da. Genau. Richtiges deutsches Frühstück mit Käse, Wurst und sowas. Ja. 4 Wochen lang nicht mehr gegessen. Wir haben 4 Wochen lang das nicht mehr gegessen. Und dachten uns einfach, heute muss es sein. Heute ist auch wieder ein super herrliches Wetter. Mal sehen, was heute noch so abgeht. Und ja. Die Frau ist so süß. Hier auf dem Balkon. Genau. Die gucken alle so hoch. Heute ist Sonntag und Sonntag ist immer so ein Tag, wenn meine Haare jetzt nicht mehr aus meinem Gesicht gehen würden. Okay, Sonntag ist immer so ein Tag, das ist so Plagetag, also Strandtag. Da kann man voll gut zum Strand gehen und das machen wir heute. Wir gehen zum Strand und Masalo Beach, das ist so ein Ort am Strand, das ist voll schön dort. Und ja, ich schlafe gerade zu Ami, weil ihr Vater fährt bis dann. Und wir fahren dann alle zusammen dorthin.
am Strand und es ist so windig. Es ist gerade so windig. Meine Arme, die halten das nicht mal auf. Ich konnte bestimmt nicht mal ein schönes Bild machen. Hallo, heute waren wir am Strand, Marcelo Beach, und es war voll schön. Das Wetter war heute sowieso grandios und dann halt noch dieses Beach war auch so schön. Mein Handy ist leider irgendwann ausgegangen, deswegen konnte ich nicht mehr alles noch filmen, aber wir haben dann noch Pizza gegessen und haben was getrunken und dann sind wir auch nach Hause. Die meiste Zeit haben wir Bilder geschossen, weil das muss man sich einfach als Erinnerung auf jeden Fall aufbehalten. Und sonntags soll es ja immer voll schön sein. Da war es echt schön. Ich glaube, auch normale Strand ist auch bestimmt voll schön. Also meine Cousine meinte, für diesen Sonntag war relativ wenig los. Aber keine Ahnung, vielleicht waren wir auch ein bisschen später. Wir sind ja erst gegen 16, 17 Uhr gegangen. Kann dann sein, dass das ein bisschen spät ist. So sieht es aus. Genau, ich bin gerade im Wohnzimmer. Und mein kleiner Cousin ist hier. Genau.